watching your mouth move. Damn, you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ha, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter. Er versucht hier jetzt noch was aufzunehmen. Ich versuche es, aber ich weiß nicht, ob das gelingen wird. Ich werde sie markieren, insofern das positiv ausgeht. Na gut. Ja, es ist mittlerweile 1 Uhr nachts. Ich habe mir hier nochmal ein Getränk geholt. Alter, wir waren gerade noch auf der Aftershow-Party, deswegen sind wir jetzt noch nicht beim Morgen, sondern immer noch beim Heute, beziehungsweise wir sind ja beim Morgen. Aber verrückte Welt. Ich sage wieder so, wie das ist. Ja, wir werden morgen um 10 Uhr das Auto, oder 10, 11 Uhr irgendwie so das Auto aus der Galerie wieder abholen. Und uns da mit Frank nochmal treffen, um ein paar Videos zu machen. Haben Sie noch was dazu zu sagen? Negativ. Gut. Gib mein Bestes. Gute Nacht. A few moments later. Alter, Städte sind nichts für mich. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Galerie wieder. Der nächste Morgen. Der Termin mit Frank hat sich jetzt ein bisschen verschoben nach hinten. Wir treffen uns mit ihm jetzt um 12.30 Uhr. Also haben wir dementsprechend noch ein bisschen Zeit. Wir haben es jetzt gerade 11 Uhr. Und dann mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie zusehen, dass wir den ollen Pisskoffer da unten aus der Tiefgarage wieder rauskriegen. Muss ein bisschen Wasser haben, weil er gestern gemeckert hat, dass er kein Wasser mehr hat. Ich will bloß hoffen, dass da jetzt überhaupt schon ein paar Leute sind in der Galerie. Weil ansonsten kriegen wir den Haufen da nicht raus. Jetzt geht's wieder abwärts. Also wird ganz schön eng mit dir hier drin, ne? Ja, ich bin mir. Ich war morgen schon auf Toilette und habe alles gegeben, aber ob das jetzt gereicht hat, ist die andere Sache. Ne? Du hast Luft angehalten, ne? Ja. Ja, also wir haben gerade mitbekommen, dass die Belegschaft von der Galerie offensichtlich immer noch am Feiern ist. Aber da steht das Auto. So, jetzt geht es erstmal darum, ein bisschen Wasser drauf und dann irgendwie wieder raus hier. Er meckert gar nicht mehr, er will gar kein Wasser mehr. Was dann? Ja, ich werde trotzdem nochmal nachgucken. Wahrscheinlich wird er dann gleich, sobald er Druck bekommt, wieder meckern. Nee, okay, er meckert. Der hat jetzt tatsächlich einen vollen Liter genommen. Das ist irgendwie nicht so ein gutes Zeichen, habe ich das Gefühl. Thank you.
So, wir müssen jetzt in welche Richtung? Nach links weg. So, dann fahren wir jetzt erstmal Richtung der neuen Location, obwohl wir viel zu früh sind. Aber wir wissen nicht, wo wir sonst hin müssen. Sehr komische Verkehrssituation mit dem Fahrradfahren hier. Kommen immer mehr. Ja, das also mit dem Fahrradfahren, ich weiß auch nicht, was das alles soll hier. Ich jag mir hier noch die Felgen kaputt, ich sag euch das. Also Respekt an alle Leute, die in der Großstadt wohnen, also für mich ist das definitiv gar nichts. Okay, da scheint wohl die Pforte zu sein, wo wir dann später rein müssen. Das ist halt auch Fahrwerk-Teststraße hier. Ey. Alter Schwede. So. Ist jetzt fürs Erste unser Aufenthaltsort hier. Und jetzt warten wir. Auf besseres Wetter? Ne, auf Frank. Frank heißt der gut. Das ist aber immer ein bisschen angenehmer hier als mitten in der City. Was ist das, wenn man älter wird, dann kommt der Rentenstand so hoch, ne? Dann rollt man nur noch rum. Alles ist scheiße, alles ist doof. So ist das, ne? Du wolltest nach Hause laufen, oder? Ja, mal gucken. 1 hour later. So. Dann haben wir jetzt die Location gefunden. Ich bereite gerade in den Karren soweit vor. So im Auffahren und Dachbox, so Beleuchtung an und so. Und da hat der gute Herr schon so ein kleines Spielzeug dabei. Hallöchen. Da geht denn der Hut hoch? Ja, ist, im Auto ist kein Platz mehr für den Kram, deswegen habe ich es oben aufs Dach gebaut. Sehr geil. Ja, du machst jetzt erstmal so ein bisschen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was filmen hier, ne? Und dann schauen wir wieder, wie wir das ordentlich zusammenschneiden. Ja, ich mach die Scheiben noch im Hoch. Ich glaube, oder wolltest du da so durch und die Beleuchtung ist an und so? Ja, lass so, ist okay. Ist in Ordnung. Beleuchtung, ja, ich muss jetzt erstmal überhaupt schauen, wo wir hier anfangen. Und dass wir hier ordentlich die Beleuchtung anstellen, natürlich. Lass dich von mir nicht stören. Ich geh was trinken. Mach mal. Wir beide verstecken uns schön hier hinter den. Hinter den Waggons. Waggons? Hinter den Waggons? Vor dem bösen Mann. Das ist die 319 plus 386. Hast du einen Taschenrechner dabei? Nö, nee, aber eine Faust. Okay. Mhm. Das sieht schon fast professionell aus. Auch nur fast. Aber auch nur fast. Und so muss das, sagst du? So muss das. Energie, Körpereinsatz, Spannung. Yes, Gott, ey. Der hat auf jeden Fall noch mehr Energie als ich, ey. Wir haben es mittlerweile 16:30. Also dicke 2 Stunden jetzt hier. Ja, anstrengend. Ein bisschen Kräfte rauben und sowas. Wir haben also, ich habe nicht viel Arbeit gemacht. Frank hat Videos gedreht. Wir haben jetzt gerade noch ein kurzes Reel gemacht. Ja, also nehmt es mit Humor. Das ist alles, ich finde es lustig. Auch wenn das jetzt halt nicht der Geschmack von jedermann ist. Auf der anderen Seite, da hinten wird das Reel gerade noch abgenommen. Also, alles gut. Wir werden jetzt gleich nochmal 1-2 Fotos machen. Und dann geht es erstmal wieder Richtung Heimat. Ich bin mal gespannt, was da alles draus entsteht. Ein Resümee von diesem Wochenende kommt gleich auch noch. Das machen wir dann gleich, wenn wir irgendwie essen gehen oder sowas. Mats und ich müssen auf jeden Fall mal was zu essen holen, weil wir haben noch nicht mal gefrühstückt. Und haben es jetzt schon ein paar Stunden im Tag drin, so ist das nicht. Ja, checkt auf jeden Fall mal Frank ab. Schmeiß ich unten mal in die Kommentare als angepinntes Kommentar rein. Lasst ein bisschen Liebe da und nehmt das mit Humor. Das soll einfach nur Spaß machen. Wollen wir, wie viel hast du denn vollgeballert? 14, ich habe 14 GB auf der einen Karte und ich denke mal die halbe, 32er, ja,
haben wir 32 GB. Also ein paar Gigabyte hast du. Ein paar Gigabyte Details, ganze Totalen. Vor allem hast du ja auch so ein richtiges Moped hier mitgebracht. Ja, weil ich zitter immer so, da brauchst du einen Gimbal, weißt du? Also das kommt mit dem Alter, ne? Ja, das kommt mit dem Alter, da musst du einfach auch was Stabiles dabei haben. Ne, alles gut. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und ich komme mal demnächst in den Norden, ne? Ja, du bist herzlich willkommen. Ja. Hässlich oder herzlich? Nee, so weit ist es doch nicht. Ich muss halt erst mal ein bisschen älter werden. So. Ich kühl dann da jetzt. Du kannst das nicht ab mit der Lautstärke, kann das sein? Ich habe ja Kopfhörer dann bei. Na gut. Ja, wir werden sehen. Also wir gehen jetzt gleich noch mal ein bisschen was essen. Schätze ich mal. Ja, wir fahren mal noch rüber hier. Haben wir viel Gastronomie hier im Kiez. Und dann werden wir mal uns so langsam auf den Weg nach Hause machen. Und dann werde ich mich gleich noch mal melden. Abfahrt. Frank packt noch zusammen. Wir sehen zu, dass wir jetzt erstmal ein paar Kilometer machen. Weil wir müssen ja noch ein paar Stündchen nach Hause fahren. Und ich weiß nicht, was der Kollege hat, aber wenn er sich jetzt ein bisschen Wasser nimmt, ich weiß nicht, das könnte auch eine ziemlich lustige Angelegenheit werden. Aber wir werden sehen. Wir fahren jetzt erstmal aus dem Hafen raus, dann aus Berlin raus und dann erstmal ein paar Kilometer auf der Autobahn und dann müssen wir uns eben Essen suchen. Aber wenn wir mit dem Essen fertig sind, dann habe ich wieder einigermaßen so gute Laune, dass ich euch erzähle, was ich von diesem Wochenende halte. Meinst du? Weiß nicht, hast du nicht Hunger? Ja, Hunger habe ich schon, aber meinst du, dass du dann bessere Laune hast? Du bist ja ein Ostfriese. Was hat das damit zu tun? Die sind ja relativ bekannt dafür, dass sie immer schlecht drauf sind. Griesbart. Also hier darf man auf jeden Fall nicht langfahren. Muss ich hier jetzt scharf rechts? Ja. Nee. Ja. Da links einfach. Nee, hier lang. Okay. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Siehst du, ich fahre richtig. Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so sicher. Aber du wirst schon wissen, was du machst. Ja. Ja. Geil. Das ist auf jeden Fall die alte Tankstelle. 1,77 für einen Liter Diesel. Fahr mal zur anderen Tankstelle. Hier so soll ich erst links abbiegen. Hier. Sie haben die Route verlassen. Was? Route wird neu berechnet. Ach, hast du so eine Ich hasse alle Menschen Tankstelle rausgesucht? Jo. Das gelbe Ding, ne? Das ist ja interessant. Aber die sagt auch 1,75, also ist der Preis wohl normal hier. 1,75 für den Liter. Na, immerhin muss ich mich hier nicht mit Menschen auseinandersetzen. Jo. Und Spaß 2 Cent. Ist das ja auch schon Diesel? Ja. Alles Diesel. Hier gibt es nur Diesel. Find's geil. Gang jetzt raus, ne? So, jetzt mal voll tanken den Haufen. Bewertungen sind jetzt auch nicht so. Ja gut, da kann man scheinbar nichts drauf an. Ja, dann hinter. Weiß man nicht, ob das geil ist, aber. Müssen wir eh in die Richtung, ne? Ja. Oh! Getankt ist. Wasser hat er gar nicht gebraucht. Wasser muss ich nicht nachfüllen. Aber jetzt gehen wir wo? Was war das jetzt? Zum Goldbräuner? Ja, zum Goldbräuner, genau. Und die Tankstelle hier heißt M1 Burg. Wir sehen mal zu, dass wir jetzt was zu spachteln kriegen. Wir setzen nicht so einen 5-Sitzer am Baum, können? Das wäre doch viel cooler, wenn du mehr Leute hast. Schweig und sei leise. So, wir haben jetzt offensichtlich was gefunden. Ich lasse euch mal hier. Wie, nehmen wir die nicht mit, oder? Ne, wir nehmen sie nicht mit. Nicht in den FKK-Club, oder? Nee, das ist nur für uns beide. Ach so, ja. Nee, ich glaube, da sind noch ein paar mehr Leute. Aber hauptsächlich für uns zwei beide. Okay, na gut. Mal gucken, was uns hier erwartet. Also das war mal nichts. Nope. Die Hälfte der Läden hat zu und die andere Hälfte gibt's gar nicht mehr und die andere Hälfte hat Familienfeier. Ja, und
das, was hier jetzt zum Beispiel ist, fahren wir jetzt nochmal dran vorbei. Also nee, da möchte ich ehrlich gesagt nicht essen. Also bleibt wohl nichts anderes übrig als das gute alte McDonald's. Ja, das ist ja schon wieder eine Katastrophe, Alter. Wie kommt man da hin? Weißt du, dieser McDonald's ist auch vorübergehend geschlossen. Wegen einer Familienfeier. Ja, ich bin mal so frei und nehme einfach zwei Parkplätze. Ich bin fett, ich brauche Platz zum Aussteigen. Bis dann. Ein Gaumenschmaus, wie immer. Naja, was soll man da noch zu sagen? Wir sind zumindest einigermaßen gesättigt. Wie gewohnt bei McDonald's halt. Und jetzt mal so ein kleines Resümee fürs Wochenende, um dieses Video mal zu einem Ende zu bringen. Also gestern war sehr interessant. Gestern Abend diese Kunstausstellung ist halt für mich, beziehungsweise du bist ja auch so ein Dorfkind, ne? Dorfkind? Weiß ich nicht. Ja. Ich bin alles. Das ist in so einer Großstadt, was ganz merkwürdig ist. Ich habe interessante Gespräche geführt. Frank hat das auch so ein bisschen mit durchmanövriert, sage ich mal. Das war halt cool, dass er dabei war. Hat so ein bisschen die Stimmung gelockert. Das ist halt eine ganz andere Welt. Alleine, dass es eine riesen Stadt ist und dann halt diese Kultur, diese Kunstkultur, konnte ich vorher nie was mit anfangen, habe ich vorher nie Berührungspunkte mit gehabt, aber ist man da jetzt halt so reingerutscht. Interessant auf jeden Fall. Hat man ja wahrscheinlich auch an den Aufnahmen gesehen. Heute war ein bisschen langlebig, ein bisschen anstrengend. Das alles hat alles zeitlich nicht ganz so geklappt wie geplant, aber wir hatten ja keinen festen Termin. Aber es ist viel an Videomaterial zusammengekommen. Wir haben, beziehungsweise ich habe noch schicke Fotos gemacht vom Auto. Die Location war geil. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Wir machen das alle, weil wir Spaß dran haben. Das darf man halt auch nie vergessen. Alles in allem haben wir jetzt ja, die Rückreise schon grob angetreten. Der Koffer ist jetzt nochmal vollgetankt. Wir haben gegessen. Also fahren wir jetzt ganz locker flockig durch nach Hause. Matze bringe ich weg. Als erstes. Das dauert ziemlich genau noch 3 Stunden und 8 Minuten laut Navi. Aber wir müssen noch an Braunschweig und Hannover vorbei und an Bremen. Wer weiß, was da noch alles passiert. Aber das werde ich jetzt nicht alles mit aufnehmen. Was ich gerade noch fast vergessen hätte. Ein Riesendank nochmal an Frank, dass er uns gestern Abend, also den Freitagabend, kreuz und quer durch Berlin geschlurrt hat und uns die ganzen Sehenswürdigkeiten mal gezeigt hat, das ist auch nicht selbstverständlich. Und dass er den Abend halt sowieso allgemein mit uns durchgestanden hat. Das möchte ich einfach bloß nochmal gesagt haben. Ich werde seine Instagram-Seite auch nochmal unten in der Videobeschreibung reinballern. Hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Also lasst ein bisschen Liebe da, das sei auf jeden Fall gesagt. Und jetzt geht's weiter. Hast du noch irgendwas zu sagen zu dem gestrigen Tag und dem heutigen Tag? Negativ. Ich bin noch ein bisschen... Ist noch ein wenig geschädigt. Das geschädigt, ja. Mir fällt gerade das Wort, was ich gesucht habe. Ja, es ist halt sehr viele Eindrücke auf einmal. Ich muss das auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich werde jetzt das Video halt, Videomaterial erstmal schneiden. Das erste Mal, dass ich hier mit so einer 360-Grad-Kamera schneide. Danke da an MK, dass ich mir die mal ausleihen kann. Mal gucken, wie das Material wird. Ansonsten, ihr wisst, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Lasst ein Like da, ein Abo da, dies, das, Ananas, das typische YouTube-Geblabbel. Und ich melde mich jetzt erstmal ab. Bis zum nächsten Mal. Küsschen aufs Nüsschen. Ciao.